Die steirischen Freiheitlichen haben am Freitag ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl präsentiert. Mit Mario Kunasek an der Spitze rufen sie das Jahr der Wende aus. Wir werden bei Menschen sein, wir werden Ideen mitnehmen, wir werden den Fokus auf die Leistungsträger auch entsprechend legen, auf die Familien, auf die Unternehmer, auf die Arbeiter und Hacker, also jene, die dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktioniert, unsere Heimat immer noch eine wunderbare und schöne Heimat sein darf. Wir werden aber nicht sozusagen den Fokus auf irgendwelche Islamisten, auf irgendwelche Asylschwindler legen. Das machen die anderen, für das bleibt uns keine Zeit. Wir wollen für die Steirer da sein, für die Leistungsträger und für die ordentlichen Menschen in diesem Lande. Die Steiermark ist für uns Freiheitliche, freiheitliches Kernland, und das nicht von ungefähr, sondern das hat sich Mario Kunasek mit seinem Team die letzten Jahre hart erarbeitet. Und das gilt jetzt als Wichtigkeit sowohl für die Nationalratswahl als auch natürlich für die EU-Wahl und dann für die Landtagswahl, weil ich mir auch sicher bin, dass bei der Landtagswahl ein freiheitlicher Landeshauptmann sichergestellt wird. Der erste seit Jörg Haider wird dann Mario Kunasek heißen. Es wird arbeitsreich werden natürlich, wir haben einiges vor, wir haben die Europäische Unionswahl, wo wir mit voller Kraft mit unserem Georg Mayer auch kämpfen werden, in Brüssel auch entsprechende Stimmung zu erzeugen, nämlich für uns Steirer auch entsprechend hier eine starke Stimme zu sein. Wir haben die Nationalratswahl, wo wir Herbert Kickl in das Kanzleramt bringen wollen als Volkskanzler, und dann haben wir noch die Mutter aller Schlachten in der Steiermark, die Landtagswahl. Ich freue mich schon drauf, es wird arbeitsreich, aber ich glaube, die Steirer werden sehen, wir sind eine verlässliche Kraft, wir haben die richtigen Themen, gutes Personal, wieder ein gutes Jahr.